Ich kannte Aaron Siegel einmal, ein Mathematiker, ein Physiker und so viel mehr in seiner kurzen Lebensspanne. Und doch war er am Ende von allem ein Lehrer, ein Mann, der versuchte, das Feuer, das er gestohlen hatte, zwischen den Zweigen zu verbreiten, bevor es ausbrannte. Er war der Mann, der den ersten losen Faden in den Gesetzen der Physik entdeckte. Und wir blieben zurück, um am Riss zu ziehen und enthüllten einen völlig neuen Kosmos von Zahnrädern und Hebeln hinter dem Patchwork-Wandelteppich, und so viele Jahre heilig gehalten hatte. Seine Gabe war ein endloser Appetit auf Erforschung, auf Experimente. Andere Männer hätten den Weg vielleicht gefunden und als Kuriosität reserviert und ihm einen Trick der Fantasie zugeschrieben, ihn zu einer billigen Neuheit für Bargeld gemacht. Stattdessen experimentierte er. Er zerlegte es mit Pendeln, Zirkeln und Theodoliten. Ähnlich über eine Operation mit einem Feuersteinmesser und einem brennenden Feuer. Doch am Ende von allem kam er mit Gleichungen und Beobachtungen und einem bis zu seinem Tod beispiellosen Verstand zurück. Ein Streichholz kann ein Feuer entfachen. Ich gebe zu, dass es keinen anderen Mann gab, der die Foundation so um sich herum hätte umzingeln können wie er. Aber es brennte zu schnell aus, um aufrechtzuerhalten, und Jahre bevor er starb, fanden wir uns frei und treibend wieder die Art von abwesenden Wandern, die zu viele Ressourcen und zu viel Zeit hervorbringen. Wir hatten mit Zielen begonnen, die Normalität umzugestalten und hatten uns mit den Alltäglichen zufrieden gegeben, unsere Wunder und Schrecken genommen und sie versteckt aus der Angst vor der Öffentlichkeit. Ich war von Menschen umgeben, die Macht hatten, Schicksal zu gestalten, aber sie waren so verliebt in den Ton, dass sie vergessen hatten, was sie bauten. Alles habe ich Ziele für uns geschafft. Es war blendend einfach. Man beginnt immer mit einer kleinen Zielen. Wir waren nur so lange eine unheilsame Macht, wie wir unsere Monopol auf diese Informationen bewahrten. Und die Wurzeln der Anomie, die ich sehr verabscheute, war diese Allmacht. Also habe ich einen Aggressor erschaffen, damit wir kämpfen können. Im Sommer 1915 ging ich nach Detroit und gab Arondas Papiere einen jungen Mann namens William Boeing. Im Nachhinein war es vielleicht eine schlechte Idee, die Gruppe so früh über ihn zu informieren. Boeing hatte weder die Zeit noch die Ressourcen, die wir besaßen, und seine eigene Forschung war begrenzt. Dennoch gab es eine Art Genie in seiner Arbeit, die James und ich zu bewundern kam. Eine zielstrebige Hingabe an seine Arbeit und seine Sache. Eine Sache, die uns bei unseren flüchtigen Aktivitäten fehlte. Als der Rest der Gruppe ihn ernst nahm, zweifelten James und Carlos an ihrer Loyalität gegenüber der Gruppe und standen kurz davor, sich Flyboy anzuschließen, oder eigentlich Prometheus, eine Frage der Semantik. Andererseits war Thomas wütend, dass wir einem Außenstehenden erlaubt hatten, unsere Forschung nicht nur zu übernehmen, sondern davon zu profitieren. Wir haben uns in New York getroffen. Ich, James und Carlos stimmten gegen den Plan, den Thomas aufgestellt hatte. Der Rest schloss sich Carter an, und unser erster Antrag, als der Aufseherrat mit 9-3 verabschiedet wurde. Ich habe von Staten Island aus zugesehen, wie in New York Fegefeuer geschickt haben. Von da an wusste ich, was mein Ziel war, einer für die anderen bereitzustellen. Thomas war über sein Vermögen verbittert geworden, als Boeing florierte, und es war ein leichtes, einen Abfall von Jeremy herbeizuführen, als sie ihren Old Boys Club gründeten. Carlos wollte mehr von unserer Gruppe, wollte zu den alten Bestreben des Glücks des wissenschaftlichen Fortschritts zurückkehren. Und ich unterstützte ihn von ganzem Herzen, vielleicht aufrichtig, obwohl ich dieses Wort nicht mehr verdiene. Bei seinem Vorhaben. Er starb in Landscott, ein glücklicher Mann mit James an seiner Seite in seinen letzten Momenten. Keltman wurde nach dem Tod seines Freundes erschüttert und begann seine Forschung, in das zu vertiefen, was danach lag. Er grub die alten Kryptonics von Boeing aus, begann Expeditionen, um Fragmente heiliger Artefakte aus Mechanismen oder anderen Göttern zu bergen, und fand sich im Zentrum wieder, einer Initiative ein Jahrzehnt später. Stimson zog sich mit einer Aktentasche voller Papiere und Amnestik nach Amerika zurück. Sein Leben im FBI verbrachte er damit, Geister nachzujagen, vor denen er niemanden überzeugen konnte. Die Stiftung ging weiter, auch wenn sie von innen zerfiel. Entlastungen gab es nicht ohne Grund, und bereite Mitarbeiter besetzten die Plätze der Vorgänger. Lights und Mantz und Messbrings rannelten gleichermaßen durch die große Maschine. Aber ich blieb. Ich hatte Bodyguards, die sich um das Äußere kümmerten. 500, um die Fehler meines Körpers zu reparieren, und 006, um die Zeit abzuwehren. Jahre vergingen und ich fand mich wieder in Aarons Labor in Assets wieder. Wenn ich auf meine Karriere als Administrator zurückblicke, stelle ich fest, dass es in dieser Maschine nur eine Redundanz gibt. Nämlich mich. Die Foundation glaubt, dass sie einen Zweck hat, ebenso wie der Aufstand, Prometheus und die Archäologie. Aber ich bin im Laufe der Jahre desolisiert worden, genau diese Illusion aufrechtzuerhalten. Das ist also mein letzter Brief an mich.
Als ich Aarons Leiche auf dem Weg fand, die irgendwo zwischen der N und der N plus eine Umdrehung den Hügel hinauf lag, fand ich seine letzten Worte. Er behauptete, alles bedürfte eines Opfers. Und vielleicht hatte er recht. Sein Leben für die Amnestika, meines für die Stiftung. Aber manchmal gibt es nichts, um das Opfer zu empfangen. Kein Gott in den Wolken. Es gab immer nur nichts. Nichts, was wir nicht geschafft haben. Und das möchte ich heute ändern. Du hast dein Leben aufgegeben, Aaron. Jetzt gebe ich meine Kontrolle über alles auf. Hoffen wir, dass etwas da draußen bereit ist, es zu nehmen.